Herzlich willkommen in der Wohnung bei uns Franks. In der Advents- und Weihnachtszeit nutzen wir sogar Übertöpfe mit Nikoläusen und Weihnachtsmännern. Es leben bei uns etwa 250 solcher Gestalten. Gestern war Nikolaustag. Vielleicht hatten manche von euch etwas in ihren Stiefeln. Und ich vermute mal, dass keiner von euch einen Stock oder Kohlen darin fand. Dieser hier hat an seiner Vorderseite eine Liste mit den guten Kindern. Nice steht unten auf seinem Mantel. Wenn ich ihn jetzt rumdrehe, steht unten Naughty, die Bösen. Und ihr seht schon, da gibt es keine schönen Geschenke. Wenn wir Nikolaustag feiern, denken wir an den Bischof Nikolaus. Er hat um das Jahr 300 in Myra gelebt, einem kleinen Ort in der heutigen Türkei. Vor vielen Jahren hatte ich die Chance, dorthin zu fahren und diese Kirche und diesen Ort zu besichtigen. Das sind die Bilder aus Myra. Dieser Bischof trägt eine Mitra und einen Bischofsmantel. Und bei dem sehen wir, dass er Gold unter dem Arm trägt. Nikolaus ist bekannt dafür, dass er viele Menschen vor der Hungersnot gerettet hat, dadurch, dass er das Gold und Silber aus der Kirche, den Piraten, die die Stadt ausräubern wollten, mitgab. Hier sehen wir einen Bischof, der aus der Ukraine kommt. In seinen Händen trägt er eine Garbe voller Ähren. Die Ukraine wird auch die Kornkammer Europas genannt. Und wenn ich hier Nikolaus als Bischof sehe, symbolisiert es für mich auch Brot und Wein vom Abendmahl. Außerdem hat er in seiner Tasche Liederbücher, eine Bibel und andere Schriften. Hier darf ich euch Mama und Papa Klaus vorstellen. In Amerika nennt man alle diese Figuren Santa Claus. Und das kommt von dem Wort Nikolaus. Und Santa Claus ist heiliger Nikolaus, auch wenn das hier keine Bischöfe sind. Aber sie stehen für die Gemütlichkeit und für die Freude, die das Geschenke bringen in der Weihnachtszeit bringen. Wir haben Weihnachtsmänner als Kissen, dekoriert mit ganz vielen Zuckerstangen auf dem Mantel. Hier zum Kuscheln und auch welche aus ganz besonderem Material. Dieser hier ist aus einem Seestern gefertigt und der aus einer Koralle. Zeigen möchte ich euch auch den, der auf einem Wachtelei zu sehen ist. Wir laden euch ein, euch unsere Weihnachtsmänner, Nikoläuse, Santa Clauses anzuschauen. Meldet euch kurz vorher an. Und kommt nicht alle auf einmal. Aber wir zeigen euch gerne unsere Mitbewohner. Zu guter Letzt möchte ich euch meine beiden Lieblingsfiguren zeigen. Hier kniet ein Santa Claus vor der Krippe und betet den an, der das wahre Geschenk für Weihnachten ist. Jesus, der als Licht und Trost, als Freund und Heiland in unsere Welt gekommen ist. Und gleich daneben steht einer, der eine Krippe präsentiert. Nikolaus der Bischof, der die Weihnachtsgeschichte uns nahe bringt, der uns die Freude über das Jesuskind nahe bringt. Und so wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit auf dem Weg zum Weihnachtsfest. Bleibt alle behütet. Auf Wiedersehen.